Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch auf die Maschine einen Unsichtbarkeitsglitch zeigen. Und zwar werden sich die ganzen Zombies auf einem Punkt versammeln und ihr könnt die ganz in Ruhe töten. Als allererstes müsst ihr Pekka Punch aktivieren. Und danach müsst ihr die Anomalie aktivieren, also nach Pekka Punch, um den Ethaskop zu bauen. Bei mir ist jetzt hier oben mein Pekka Punch, das heißt mein erstes Ethaskop-Teil wird auch hier unten beim Pekka Punch sein. Wir brauchen nämlich diese Anomalie oben im Penthouse. Und um die dahin zu bekommen, nehme ich einfach dieses Teil vom Ethaskop auf. Und ihr müsst die so lange aufheben, Leute, bis das nächste Ethaskop-Teil am Spawn ist. Denn wenn das Ethaskop-Teil am Spawn ist, ist die Anomalie oben im Penthouse. Also, bei mir jetzt im Clip seht ihr, ich habe hier links an der Treppe mein Ethaskop-Teil. Das heißt, die Anomalie wird hier oben am Penthouse sein. Und wenn das bei euch auch so ist, dann hebt dieses Teil nicht auf. Denn wenn ihr das aufhebt, wird die Anomalie gleich dort nicht spawnen und ihr könnt den Glitch nicht machen. Als nächstes kauft euch für 100 seltenen Schrott die Fernlenkladung und geht nach oben zur Anomalie. Wenn ihr dann bei der Anomalie seid, dann aktiviert die Anomalie und nach dem Aktivieren aktiviert eure Fernlenkladung. Und die Fernlenkladung könnt ihr jetzt noch kurz in Gwyn fahren und dort werden sich die Zombies dann versammeln. So Leute, jetzt versammeln sich hier alle Zombies bis auf die Hunde und die Megatrons, die werden sich dort auch nicht versammeln. Ganz wichtig ist, ihr dürft den Wagen nicht abschießen, denn wenn ihr auf den Wagen schießt, dann geht der kaputt. Und die Megatrons, die können den Wagen auch kaputt machen. Das heißt, wenn ihr Megatron seht, der kommt jetzt von vorne, dann lauft den am besten entgegen, weil wenn er auf euch schießt, kann es sein, dass er den Wagen trifft und den Wagen kaputt macht. Falls ihr wollt, dass die Zombies sich woanders versammeln, das könnt ihr dann auch ganz easy machen. Dann macht diesen Wagen hier kaputt, dann aktiviert wieder die Anomalie neben euch. Geht, kauft euch einen neuen Wagen und stellt euch dorthin, wo ihr dann den Wagen haben wollt, wo sich die Zombies versammeln sollen. Ich werde das hier am Spawn machen. Kurz bevor ihr raus teleportiert werdet, aktiviert wieder den Wagen, Leute. Stellt ihn dann dorthin, wo ihr ihn haben wollt. Und wenn ihr dann zurück teleportiert werdet, dann wird der Wagen dort stehen bleiben und sich die Zombies dort versammeln. Ich habe jetzt bewusst diesen Spot hier ausgesucht, weil hier habt ihr genug Platz, falls der Boss-Zombie kommt, dann trifft er nicht direkt den Wagen, wenn er auf euch schießt. Und ja, das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.